Nee. Also wie gesagt, wir schauen jetzt mal rein. Los geht's mit Ballbesitz für deine Mädels. So, lassen wir uns überraschen. Michaela Hürtner war wieder mit am Start. Letzte Woche war sie nicht dabei. Ja, die hat auf jeden Fall letzte Woche gefehlt. Jetzt ist sie wieder fit. Ja, natürlich dann schon ein herber Verlust. Ja, das muss man schon mal sagen. Ich habe es gerade schon mal gesagt, eine der Topscorerinnen der gesamten Liga. Jetzt leider gleich erste technische Fehler. Leverkusen im Angriff. Ah, und da ist dann offen. Es ging zu schnell, zu einfach. Ja, das wollen wir halt auch unterbinden, die zweite Welle. Das ist uns am Anfang jetzt gleich mal nicht gelungen. Genau, das war die Kim Dampf, die getroffen hat. Erster Treffer des Spiels. Das heißt, wenn Michaela Hürtner dabei ist, dann ist eigentlich die Achse der letzten Wochen wieder zusammen im Rückraum. Hürtner, genau, die eingespielt. Richtig, mit Strauß und mit, da ist sie jetzt gerade am Ball, das ist die Brüder aus Kinland. Ja, aber außen wird es probiert über Iris Kuberinic, die da eigentlich ganz gern zumindest einen Freiwurf bekommen hätte im Kontakt. Letzte Woche, wie gesagt, die Niederlage in Dortmund. Schweres Spiel auswärts. Man hat eine ganze Weile mithalten können. Dann hinten raus allerdings die Kraft gefehlt. Aufgrund natürlich auch der fehlenden Spielerin. Da war Iris richtig stark, bis sie dann mit roter Karte leider runter musste. Genau. Alexandra konnte auch nicht spielen. Ja. Die ist auch wieder dabei. Auch wichtig, um hinten fit, genau, die Abwehr zuzukriegen. Gleich mal richtig gearbeitet. Auf frisch auf Seite ist das der Captain gewesen, die Karin Weigelt. Auf der anderen Seite Jenny Karolius, die am Kreis so ackert wie zuletzt noch, als sie noch aktiv war in der Nationalmannschaft. Gilt es natürlich darauf zu achten, genau, dass sie im Griff hat. Da wird er durchgesteckt. Und dann gibt es den 7 Meter. Nach dieser Aktion gegen Anna Seidel. Wow, starke Parade. Und das müssen wir auch noch erwähnen. Zuletzt richtig, richtig gut in Form Eddy Lemiel, oder? Ja, wow, die ist gerade richtig gut. Und da hilft ja auch mal der Pfosten. Hat sie aber auch verdient. Stark. Ja, sie gibt der Mannschaft gerade wirklich Rückhalt. War zum Beginn der Saison ja eigentlich dann eher die Nummer 2 hinter Christi Zimmermann, nach deren Wechsel oder nachdem der Wechsel bekannt geworden ist, dann zum THC, zum Thüringer HC, hat sich das ein bisschen gewandelt, allerdings auch verletzungsbedingt, muss man auch sagen. Christi war verletzt. Genau, sie ist eine Weile ausgefallen. Und die Chance, das muss man sagen, die hat die Edith richtig genutzt. Ja. Oder aus Kinland versucht, setzt ihn drüber. Sorry, falls du mich nicht verstehst, Stimme ist noch ein bisschen angeschlagen. Wie gesagt, ich war gerade noch in einem anderen Stadion in der Landeshauptstadt. Musste da ein bisschen rumschreien, da gab es einen Heimsieg. Man weiß ja von VfB, genau. Und jetzt hoffen wir da hier auf den zweiten Sieg, dann wäre es für mich ein perfektes Wochenende. Liebe Grüße nach Leverkusen, aber so ein bisschen die grün-weiße Brille, die muss man dann schon aufhaben. Ah. Aber das war natürlich auch eine schwere Nummer, die Dame im Tor zu überwinden. Ja, die haben auch eine gute Torhüterin. Ja, Katja Kramatschik, bekanntermaßen eine der Top-Torhüterinnen der Liga. Vor allem, wenn man sie warm schießt. Muss man jetzt aufpassen. Iris Kuberinic, und die macht ihn. Und er war nicht einfach, aber auch der Pass war genial. Ja, da hat das Timing gepasst. Das ist, geht an Eddy Lemiel. Muss man schon mal sagen, dass die Iris sich da in den letzten Wochen auch richtig, richtig gut nochmal gesteigert hat. Ja, sie macht eigentlich in jedem Spiel ihre Tore. Und Edith ist wieder zur Stelle. Gegenzug über die andere Seite. Und dann pariert Katja Kramatschik gegen Michaela Hopkova.
die Verwarnung. Schiedsrichter gespannt heute Fabian Baumgart und Sascha Wild. Hoffen wir, dass wir sie nicht so oft erwähnen müssen. Ist nochmal immer ein gutes Zeichen. Und da ist er drin. Da beißt sie sich durch. Jenny Carolius. Das war die Maxim Strauß mit einem ihrer No-Look-Pässe. Ah, Rückweg gut. Du hast ja gesagt, das wollte unterbinden, das schnelle Spiel. Genau. Vorne wollen wir eigentlich auch geduldig spielen, nicht so schnell den Ball hergeben. Unsere Chancen rausspielen. Zuletzt eine der großen Stärken, dass deine Mädels nie aufgehen oder sich eben nicht aus der Ruhe bringen lassen haben, sondern wirklich, wie du sagst, ihre Angriffe bis, ja, wenn sein muss, auch noch bei Zeitspiel angezeigt, zu Ende gespielt haben und gewartet haben, bis ihre Chance gekommen. Ja, das wird auch immer betont und vom Training gefordert, dass wir das umsetzen. Drin. Petra Adamkova hat das Tor gemacht im Kreis. Und jetzt richtig. Ist nach vorne wieder. Jawohl. Aus der ersten Führung. Und diesmal macht sie ihn. Adamkova mit ihrem ersten Treffer heute. Erste Führung. Schön, den lässt er sich nicht nehmen über außen. Amelie Berger macht den Ausgleich, den erneuten. Der Coach hat angekündigt und auch erwartet natürlich Spiel auf Augenhöhe. Aber ich glaube, heute mit dem Erfolg gegen Leverkusen hier zu Hause, dann schnuppert man schon wirklich nochmal dran an diesem Platz hier. Das wird bis zum Ende richtig eng. Oh, der darf nicht sein. Da ladet man zum Konter ein. Jawohl. Anna Seidel macht den. Aber um nochmal drauf zurückzukommen, egal welches Team jetzt heute hier, also den Zweier sich holt, das Team bleibt bis zum Ende dran, oder? Ja, das sind halt wirklich zwei wichtige Punkte. Schön. Karin Weigelt. Und auswärts konnten wir ja auch gewinnen gegen Leverkusen. Ja. Deshalb wollen wir das natürlich daheim auch umsetzen. Schubser gegen Michael Lotkova. Den sie auch gern annimmt, natürlich. So. Erneut also Ballbesitz für deine Mädels. Bisher die Treffer bei beiden Teams schön verteilt, noch keine Doppel getroffen. Sind wir mal gespannt, wer der erste ist, die sich als Zweifach-Torschützin einträgt. So, jetzt geht er hoch, der Arm. Ah, schön durchgespielt. Lotkova auf Adamkova und das lässt er weiterlaufen. Ja, Kontakt war da. Dafür hinten wieder gut aufgepasst. Ja. Wie fällt dein Fazit aus nach den ersten 10 Minuten, die jetzt gerade rum sind, 4-4? Ja, die Torhüter haben auf beiden Seiten schon Akzente gesetzt. Ich denke, jetzt sind wir drin und ja, jetzt geht's richtig los. Ja, beide Teams, wie du sagst, hinten drin mit zwei starken Damen im Tor. Kann heute schon der Ausschlag sein, wer da bis zum Ende durchzieht. Ah.
Dann nimmt sie Fahrt auf. Sehr gut umgesetzt. Ja. Das hat man dann aus Göppinger Sicht heute hoffentlich noch ein paar Mal sehen. Das ist ihre Stärke. Die 1 gegen 1 Situation. Warte mal, was jetzt? Ah, okay. Die Tite mit dem Treffer für Bayern. Ich bin noch gespannt sein, was Renate Wolf auf eure Abwehr einfallen lassen hat. Das hat sie vorher angekündigt, dass das die große Aufgabe heute sein wird. Göppingen spielt schon ein bisschen eine andere Abwehr als die meisten. Ja, in den letzten Begegnungen gegen Leverkusen haben sie sich auch oft schwer getan. Aber sie haben halt bestimmt auch einen Plan, wie sie sich ja durchsetzen. Und da ist sie wieder dran. Der Kamarczyk. Bringen sie gleich beide raus. Anna Schindler und Karin Weigelt. Geht über die andere Seite. Das war die Nummer 8 dann. Sarah Potocki war das. Auf der anderen Seite ist dann Jana Rukova. Die trifft. Anja hat ja zuletzt doch da die eine oder andere angeschlagene Spielerin, auch krankheitsbedingt. Letzte Woche, wie gesagt, Hrbkova, Sviridenko, beide nicht mit dabei. Wird auch ein bisschen dosiert dann im Training oder wie ist da die Situation? Ja, es wird schon geschaut, dass alle ihre Pausen bekommen. Und ja, jetzt so langsam werden alle wieder fit. Könnt ihr gut brauchen jetzt im Saisonendsport? Ja, genau. Da wird man ja automatisch müder, wenn man schon so viele Spiele in den Beinen hat. Jetzt gilt es nochmal, die Kräfte zu bündeln in den letzten Spielen. Ja, den zieht sie natürlich das kurze Eck dann gerade noch rein. Aber die Berger mit ihrem zweiten Treffer. Die Lücke auf für Prudence Kinland. Drin ist er nicht, dafür gibt es jetzt den 7 Meter. Maxim Strauß gegen Katja Kamarczyk. Punkt geht an die Niederlande. Maxim wird ja im nächsten Jahr frisch auch verlassen. Zu den Vipers gehen. Schade, ein Verlust, weil es gerade gut läuft. Als Team seid ihr ja auch gut zusammengewachsen. Ja, schade eigentlich für die Gruppe, oder? Ja, das stimmt. Also gerade im Rückraum sind wir eingespielt. Aber sie suchen eine neue Aufgabe und das ist normal im Sport, dass sich das immer ändern wird. Nächster Treffer für Leverkusen. Erneut also ein Tor vor. Aber die Bayer-Abwehr auch aggressiv. Ja, mit nicht einfach vor allem arbeiten sie gut. Ja. Ah,
Plätze durchzustecken, die Maxim Strauß auf Petra Damkova, klappt nicht, Gegenzug durch Jenny Karolius. Erstmals zwei Tore Vorsprung jetzt. Ja, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir dranbleiben. Ja, dann habe ich jetzt doch mal zweimal richtig schwer getan, zum Abschluss überhaupt zu kommen. Ja. Vorne eine Mädels wieder eine gelungene Offensivaktion. Geblockt. Der Wurf von Michaela Hopkova. Jawohl. Ist sie durch? Oh, für die Partei ist immer so jung, Entschuldigung. Aber der war schön drin. Okay. Und der Lauko war mit dem nächsten Treffer für Frischhoff. 8:9. Jetzt haben wir auch mal den Ballgewinner, Win wieder auf Köppinger Seite. Angriff wieder sauber durchspielen. Ah, da hat sie Pech, die Karin Weigelt. Sonst wäre wieder alles in Not gewesen. Jetzt müssen wir schnell zurück. Ja, seid ihr auch zukriegen. Da sind wir auf dem Rückweg auch wieder da, die Karin Weigelt. Okay. Bleibt beim engen Match hier. Edin Lionel hält den Leine Mädels Spiel jetzt wieder. Frischhoff bleibt im Ballbesitz. Aber gerade tun sie sich doch dann schon ein bisschen schwer. Also die Abwehr ist gut dort um Jenny Karolius im Mittelblock. Ah, da brauchen wir mal solche Treffer auch mal. Ja. Vierter Treffer für Michaela Hopkova. Außen. Pfosten. Und zum Freiburg. Ja, haben Sie jetzt gut überstanden, die kritische Phase mit den zwei Toren rück? Ja, in der Abwehr stehen wir jetzt gut. Und Edith hat wieder ein paar Bälle gehalten. Aber es bleibt spannend, ich denke bis zum Ende. Ja, zwei gut organisierte Mannschaften da gegeneinander. Ja,
Das Kindland tankt sich wieder durch, aber auch da muss man sagen, Katja Kramatschik wieder mit der Hand am Ball. Nicht so einfach, Jürgen da mit einem Tor zu überwinden. Richtig stark. Spielzeug müssen wir zum Abschluss kommen. Ja. Okay. So, da hast du dann den Ball hergeschenkt. Jetzt ist die andere Seite natürlich offen. Erneut also die Führung. Kim Berndt mit ihrem zweiten Tor. Da sind die Dinger. Man hat es gesehen jetzt. Schnell im Saal. Die machen sie dann, wenn er hinten steht. Sieht es ganz gut aus in der Abwehr. Ja. Und genauso. Wenn wir die zweite Welle unterbinden im 6 gegen 6, tun sie sich auch schwer. Ja. Beide Teams mit Schwierigkeiten gegen die stehende Abwehr. Ja, jetzt müssen wir wieder spielen. Den Ball laufen lassen. Mit Risiko, Maxim Strauß wird dafür belohnt. Wichtiger Treffer jetzt. Wie gesagt, ansonsten tun sich deine Mädels ein bisschen schwer gegen die Stehende, aber andererseits natürlich auch, sind wir gespannt, ob sie jetzt wieder so gut stehen. Geht hoch der Arm, vom Publikum schon gefordert. Und Serdar Potocki macht dann gleich mal den Treffer. Damit hat sich das erledigt. 11 zu 10. Also gesagt, es bleibt bis zum Schluss so. Also was man jetzt schon sagen kann, die erste Halbzeit wirklich richtig ausgeglichen, muss man schon mal so sagen. Ja. Wenn irgendwo der Begriff passt, Spiel auf Augenhöhe, dann hier heute. Weil die Coaches auch sehr unterschiedlich, wenn sie da noch drauf achten wollen. Nach dem Dauereinsatz an der Seitenlinie. Während Alexander Knesewitsch das mit stoischer Ruhe beobachtet, was seine Mädels machen und sich dann die Lösung überlegt, ist schon so, oder? Ja, sagt dann lieber kurz. Ja, sagt dann lieber kurz und knackig, was er geändert haben will. Kaum jetzt der Schuklecht mit dabei, der Bruder aus Kinland. Jetzt sind wir wieder im Zeitspiel. Ja, und dann nimmt sie den auch gleich. Kaum auf dem Feld und dann schon der Treffer. Freut mich. Letzte Zeit öfters dann, wenn sie die Chance bekommen hat, hat sie genutzt. Ja. Weil sie einfach auch mal oben drüber gehen kann. Genau, durch ihre Stärke des Rückwurf. So, mit 11 zu 11 geht es jetzt in die letzten 5 Minuten.
Da haben wir die erste Auszeit genommen von Renate Wolf für Bayer Leverkusen. Sie suchen eine Tankstelle? Dann sind Sie bei uns richtig. Esso Tankstelle in Ebersbach. Neben dem klassischen Tankstellenservice bieten wir Ihnen zudem einen umfassenden Reifen- und Felgenservice und eine Textilwaschanlage. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Esso Tankstelle in Ebersbach. So, liebe Zuschauer, da sind wir wieder zurück in der EWS Arena. Momentan spannend hier, Halbzeit 1. Noch 4,5 Minuten auf der Uhr, Auszeit genommen von Bayer Leverkusen. Und Frischaufcoach Alexander Knesewitsch nutzt die Auszeit natürlich auch. Was denkst du, was gibt denn den Mädels mit auf den Weg? Hinten dürfen sie gerne so weitermachen. Vorne müssen sie probieren, noch ein bisschen mehr Lösungen zu finden. Geduldiger wieder ein bisschen zu spielen, hinten raus. Anfangs war es okay, aber jetzt am Schluss waren doch einige Angriffe. Ja, die waren wahrscheinlich nicht so, wie er sie gern gesehen hätte. Ja, genau. Und aus den Angriffen haben dann auch die Leverkusener oft die zweite Welle oder auch die erste Welle genutzt. Und das Ganze jetzt bei den letzten 4,5 Minuten zu unterbinden und dann nochmal mit neuer Kraft in die zweite Halbzeit zu starten. Auf 7 Meter, enges Ding. Die in der Halle haben da eher einen Stürmer vorgesehen. Ich glaube, aber das ist beim Handball so. Da gibt es halt so viele so enge Entscheidungen. Ich glaube, wenn da jeder durch die Vereinsbrille sieht, kann man beide Richtungen geben. Wobei es von hier oben, muss man schon mal eher sagen, ich fand es jetzt eher einen Stürmer vor. Wie hast du es gesehen? Waren die Mädels im Kreis? Ja, ich weiß nicht, ob die Abwehr im Kreis war. Dann kann man natürlich 7 Meter pfeifen, aber es war auf jeden Fall eine enge Entscheidung. Ah, schade. Edith Liniel ist dran. Letztendlich aber doch. Der verwandelte 7 Meter zum 12:12. Für die Nordelfen. Schöner Name. Maxim Strauß trifft. Und landet da hart auf dem Boden, aber es sieht aus, als ob es weitergeht. Auch schon der dritte Treffer. Und dann hat jetzt also Ballbesitz. Die Gastgeberinnen. 12:12. Wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, wieder in Führung zu gehen. Ja, ich denke, wäre nicht schlecht. Jetzt ist wieder riskant, die Aktion. Jetzt auch Anja Brugger auf dem Feld. Und dann gibt es noch die 2 Minuten für Alex Veridenko obendrauf nach diesem Treffer von Anfleur Ogemann. Da haben wir die Diskussion am Spielfeldrand. Alexander Knesewitsch hat das natürlich ein bisschen anders gesehen. Wir haben jetzt die Torhüterin rausgenommen. Jawohl. Aufgenommen von Bruder aus Kinland. Jetzt auch gewundert, wenn da nicht zurückgepfiffen worden wäre. Ja, das war ein Foul. Weil der Pfiff zu spät kam, habe ich schon drauf gewartet, habe gedacht, das kann jetzt nicht sein. Aber okay, erledigt. Boah,
tankt sie sich schön durch. Der tut ihr gut. Ja. Zweiter Treffer. Unglaublich, auch in die letzte Spielminute. Ersten Halbzeit gehen wir noch mit dem Unentschieden. Wir haben von Beginn an verschrien, Spiel auf Augenhöhe, aber es ist echt so heute. Das ist Wahnsinn. Ich glaube, es könnte noch richtig spannend werden. Ja. Hat man bei den Herren am Donnerstag auch. Wobei, da war es ein bisschen anders. Da hat Göppingen die ganze Zeit geführt und hinten raus dann leider noch der Ausgleich kassiert. Hier sind wir gespannt. Ein Punkt. Beide ein Pluspunkt hinter Platz 4, beide Teams. So, jetzt, da sprechen wir aber gleich noch drüber weiter, denn jetzt gibt es die Auszeit genommen von Alexander Knesewitsch. Sie suchen eine Tankstelle? Dann sind Sie bei uns richtig. Esso Tankstelle in Ebersbach. Neben dem klassischen Tankstellenservice bieten wir Ihnen zudem einen umfassenden Reifen- und Felgenservice und eine Textilwaschanlage. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Esso Tankstelle in Ebersbach. So, liebe Zuschauer, wir haben uns kurz noch Getränke organisiert, recht warm hier in der Halle, auch unterm Hallendach. Heute sicherlich dann auch ein Thema hinten raus. Wie gesagt, wird ein enges Match bleiben bis zum Schluss. 13:13 steht. Letzte Minute läuft. Euer Coach hat die Auszeit genommen, Alexander Knesewitsch. Der will das jetzt wahrscheinlich ruhig zu Ende spielen und wenn es geht, dann noch den Treffer landen. Ja, oder? Genau, wir sind jetzt sehr in Überzahl, wenn wir Torwart haben wir rausgenommen und da wollen wir uns eine klare Torchance rausspielen, um nochmal in Führung zu gehen. Anja Brugger, Flügel für Karin Weigelt, dann bringt sie den Fuß hoch an diesen Ball von Iris Kuberinic. Sekunden ticken runter. Dann nochmal der Wurfversuch, allerdings 19 für die Frischauf-Junioren. Und wie gesagt, das wollen sie morgen gerne dann vollends nach Hause spielen. So, hier ist alles angerichtet. Für den Anwurf zur Halbzeit 2. Angerichtet ist auch bei uns hier oben unterm Hallendach. Anja Schwenk ist wieder zurückgekehrt und gibt uns so einen kleinen Einblick. Wir wollen natürlich keine Wortlaute ganz genau, aber der Coach, was hat er gesagt? Einigermaßen zufrieden, Alexander Knesewitsch? Genau, es geht jetzt eigentlich wieder von 0-0 los. Und wir wollen vorne ein paar technische Fehler vermeiden. Hinten weiter aggressiv stehen, ein bisschen früher unterbinden und weiter geduldig spielen. Und dann haben wir heute auf jeden Fall eine gute Chance. Früher unterbinden heißt auch hier, sieht man schon, die Mädels rücken weit raus. Die Aktion zurückgepfiffen worden, aber auch da wieder Eddie Daniel mit am Ball gewesen. Tut immer gut, ein Torwart. Ja, natürlich. Wenn er auch nach der Pause gleich wieder die Aktion hat. Wurde mal instinktiv richtig pariert. Wird schon wieder das Zeitspiel gefordert. Bleibt lange unten der Arm. Beim Schiedsrichter gespannt. Und dann ist er drin. Ja, ein schöner Treffer. Also die Berger war das, die das nach innen gezogen ist und dann oben drüber trifft. Auch schon mit ihrem dritten Treffer jetzt heute. Macht ein gutes Spiel. Göppinger Seite bislang mit einer Hüttkowar, erfolgreichste Werferin mit 4 Toren. Danach kommt dann Maxim Strauß, die hat 3-mal getroffen. Und Rudolf Kinland mit 2 Treffern. Boah,
wo sie sich strecken, die Maxim, die Brüder aus Kielland, nach dem Pass von Maxim Strauß. Dann aber doch der Ballverlust. Jetzt sind wir mal rüber und dann ist sie da. Steht ja, da so ruhig immer da hinten drin, denkt man gar nicht. Macht sie schon gut, ne? Ja, mit ihrer ganzen Erfahrung. Gut. Die Leverkusener spielen jetzt sehr aggressive Abwehr, ist immer frühzeitig ihr Mann. Dann haben wir auch einen Torwart. Ja, richtig stark, auch wieder mit dran. Beide nicht einfach für beide Angriffsreihen. Muss man sich viel bewegen. Da geht die vierte Spielminute gerade. Jetzt wird es Zeit für den ersten Treffer. Ja. Damit der frisch auf Angriff wieder ins Rollen kommt. Fehler. Da hatte genau das passiert, was du gesagt hast, was sie eigentlich vermeiden wollte, die technischen Fehler, schon jetzt zwei Stück, schon zwei Bälle zu leicht abgegeben. Ja. Schön oben drüber. Dritter Treffer für Zivile. Eine gute Tite. Ja, der Mittelblock, der arbeitet einfach gut bei Leverkusen auch. Gibt da schön die Richtung vor. Beißt sich doch die Brüder aus Kinland halt ein oder das andere Mal die Zähne dran aus. In der Halbzeit wurde auch angesprochen, dass wir den Ball weiter laufen lassen sollen. Das klappt momentan auch noch nicht so gut. Da müssen wir uns wieder steigern. Jetzt fordert auf Leverkusener Seite Renate Wolf das Zeitspiel. Gerade kurze Diskussion. Die Schiri. Ist oben. Jetzt muss er dann kommen, der Abschluss. Wieder aus Kindern versucht, wird allerdings geblockt. Wichtig. Ja. Erste Treffer jetzt in Halbzeit 2. Rühmacht, Bruder aus Kinland. Dann auch noch unter Zeitdruck, also der war jetzt wichtig. Ja. Und hinten packt Johanna Schindler zu.
Jetzt gut rüber geschoben noch, dann deine Mädels jetzt. Ja, in der Abwehr stehen wir eigentlich gut. Also. Jetzt ist er oben der Arm. Da gibt es den Abwurf jetzt. Oh, oh, oh. Jetzt kommt auch Nina an den Kreis. Dann würde ich gleich mit zwei Kreisläufen spielen. Ja, probiert das mit der Umstellung. Coach. Und dann kriegt sie den Ball und macht ihn auch rein. Und der Curry kann. Einfacher Wurf da von außen. Macht sie gut rein. Ja. Ist im Spiel. Die Dame wieder 23. Amelie Berger. Timeout-Outcome in der Hand. Ich habe noch nichts zu sagen, aber ich glaube, arg lange mir, dass ich sage, solche Treffer, dann geht's weiter. Aber das will er jetzt auch. Da will er wieder andere Abläufe sehen, ein bisschen. Ja, ja, mit Lina im Kreis setzen wir uns gerade neue Impulse im Angriff. Wir stellen die Leverkusen nach vorne, neue Aufgabe. Das hat gar nicht schlecht geklappt jetzt in den letzten zwei Angriffen. Bringen sie von außen nochmal den Ball rein, aber da gibt es dann doch ein bisschen Diskussionen. Die Karolius macht den Treffer. An der Seite gibt es die Karte für Alexander Knesevic. Wieder eine enge Entscheidung, habe nicht genau gesehen, wer da wo wie gestanden ist. Und sie war noch gut durch. Ah, und dann Parade. Ja, solche Bälle müssen wir uns treffen. Ja. Da war der Winkel eigentlich ganz gut für die Anja Brugger. Und ich denke auch nochmal was anderes, wenn dann da Katja Kamatschik drinsteht. Brüder aus Kindern, ist es egal, die macht ihren vierten Treffer. Kriegen sie außen frei, aber der Arm dran von Eddie Daniel. Pariert dagegen Anna Seidel. Auch gut, wenn sie den jetzt mal die Würfe wegnimmt. Ja, gut wäre es auch noch gewesen, hätten wir den Abpraller gehabt. Ja, aber leider. Da sind dann chancenlos. Und vierten Treffer, die Nummer 3. Ego Tite mit ihrem, wie gesagt, vierten Treffer. Momentan aus eurer Sicht natürlich leider immer Leverkusen mit dem einen Treffer vorne. Ja. Ich
schön. Letzter Treffer. Und aus Kinland. Jetzt ebenso mit 5 Toren wie Michaela Huckkommer. Macht ein gutes Spiel. Ja. Jetzt mal der Ballgewinn. Pass rüber zu Michaela Huckkommer. Und dann ist er weg. Ja, jetzt geht es wieder schnell dagegen. Auf der anderen Seite, der klappt dann im Tempo. Schade. Potocki, ja, das war schade. Da war es jetzt mal da. Die Chance zum Führungswechsel. Wobei, da hat sie wahrscheinlich nur halb im Fall noch das grüne Trikot gesehen. Er hat gedacht, da gibt man jetzt rüber. Diskussionen. Ich glaube, es lag eher an den großen Vorteilen von Lina Kirmika, die da auf einer ganz anderen Höhe mit den Armen agiert. Boah, starke Parade. Hat sie gut. Die Katja Kramatschik allerdings gibt es den 7 Meter. Er ist der zweite, oder? Wenn ich richtig mich erinnere. Der erste, den hat sie verwandelt, die Maxim Strauss. Den zweiten, den macht sie auch rein. Vierter Treffer heute Abend. Hätte der eine oder andere gerne einen Stürmer vorgesehen. Jenny Karolius. Nun kämpft es auch. Kein überhartes Match. Absolut nicht. Eher sogar wenig heftige Attacken, aber doch gut umkämpft. Jetzt nächster Treffer, oder kann man schon sagen? Ja. Geschenkt wird sich nichts, aber auf einem ganz werfenden Niveau, das schon einigermaßen fair ist. Ach. Geht weiter mit der Formation bei euch mit zwei Damen am Kreis. Beziehungsweise zunächst eine, die andere kommt von außen dazu dann. Petra Adamkova rückt eine. Ja. Und den braucht sie jetzt. Sehr gut. Ja, die erste Fahrkarte vorhin war der wichtig, dass sie den gemacht hat. Katja Kramatschik, die hadert da ein bisschen. Ja. Wird zurückgepfiffen. Die nächste Parade von Edith Liniel. Adamkova zieht durch. Pfeift das Schritte ab. Habe ich mich verzählt. Bei mir waren es keine, aber okay. Ich habe jetzt gerade leider keine Zeit, aber nee, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber egal. Du musst nicht. Du musst keine Stellung beziehen. Aber ich glaube, ja, aber ich glaube, tendierst eher zu meiner Entscheidung, oder? Ja. Und, glaub, und da muss man nicht die grün-weiße Brille aufziehen, sondern
Den Pass rüber, den hätte er schon nur laufen lassen können. Ist egal, trotzdem bleibt die Chance. Allerdings schon wieder eine tolle Parade, muss man schon auch mal sagen. Der war jetzt, ja, schwer der Wurf dann. Aber gutes Spiel von Katja Kamacik. Bleibt beim 20-20. Boah. Ja, dann denke ich, das kann eine richtig interessante Schlussphase werden. Ja. Und wieder Eddie Daniel. Also eins kann man schon mal sagen, deine Mädels haben sich vom Spiel gegen Dortmund echt wieder gut erholt. Wenn man dort, ja, verletzungsbedingt mit dezimierten Kader war, so wollte man es dann doch nicht weggeben. Also da waren uns schon ein bisschen nicht die Mädels, aber das heute ist eine gute Reaktion. Vor allem, wie gesagt, letzte Woche Leverkusen Sieger gegen Metzingen. Ja, und auch wieder ein Heimspiel, klar wollen wir da wieder zeigen, was wir können. Ja. Aber die Aktion war jetzt etwas zu überhastet. Zuspiel von Strauß auf Kalika, nicht funktioniert. Packt da hinten jetzt auch richtig gut zu. Und dann ist es aber wieder Jenny Karolius. Vierter Treffer. Nummer 14. Die Dame im Kreis, beziehungsweise hinten der Mittelblock bei Bayern. Die ist eine Bank einfach im Team von Leverkusen. Ja. Das ist sehr wichtig bei ihm. Ja, den wollte sie haben. Ja. Bekommt sie dann auch zurecht. Hat sie alles reingelegt. Jetzt kommt der Torwartwechsel. Torwartwechsel, ja. Bei Leverkusen sind wir gespannt. Sich Maxim Strauß dadurch aus dem Konzept bringen lässt oder ob sie weiter so sicher bleibt. Sie bleibt sicher. Jetzt haben wir drei Damen mit fünf Treffern. Strauß, Kindlein, Hrbková liest sich gut. Ja, aber dann kommen wir 15 Tore. Ja. Viele also heute aus dem Rückraum, beziehungsweise natürlich auch die Treffer vom 7-Meter-Punkt. Da war sie eigentlich wieder dran. Aber erneut die Führung also von Leverkusen. Gegenzug gleich wieder Anja Brugger.
Da kommst du zu Freitag in der Mitte durch. Eingelaufen. Die Kim Braun mit ihrem ersten Treffer. Momentan bleibt dabei, bei dem, was ich vorher gesagt habe, deine Mädels müssen meistens nachlegen, haben also eher den Druck dann im Angriff. Ja, und dann reagierte der Coach, will er nochmal korrigieren, Auszeit genommen von Frisch auf Göppingen, Alexander Knesewitsch. Sie suchen eine Tankstelle? Dann sind Sie bei uns richtig. Esso Tankstelle in Ebersbach. Neben dem klassischen Tankstellenservice bieten wir Ihnen zudem einen umfassenden Reifen- und Felgenservice und eine Textilwaschanlage. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Esso Tankstelle in Ebersbach. So, sind wir also wieder zurück. Schauen wir mal drauf. Die beiden Teams, ruhige Ansagen gibt's. Crunch Time. Letzten. Ja, 8 Minuten brechen gleich an. Ein bisschen mehr sind es noch. Leverkusen führt mit einem Tor. Und ich glaube, ja, eigentlich kann man, ja, im Großen und Ganzen kann man großteils zufrieden sein mit dem heutigen Match. Ein paar Dinger zu einfach hergegeben zu Beginn der zweiten Halbzeit. Da war mal die Möglichkeit, vielleicht in Führung zu bleiben. Jetzt muss man immer diesem einen Tore-Rückstand hinterherrennen. Ja, genau. Ein paar Fehler weniger. Dann könnte es ein bisschen anders aussehen, aber es ändert jetzt nichts. Wir haben jetzt noch 8 Minuten Zeit und in denen müssen wir mal alles reinlegen. Haben wir gerade gehört, heute sind knapp 900 Zuschauer hier in der Halle. Ihr habt den Zuschauerschnitt hochgespielt auf 1200. Seid ihr auch mit vorgeklettert in der Gesamtliga. Das ist ein schöner, ja, erfreulicher Nebeneffekt. Es wird honoriert, dass ihr richtig gute Arbeit leistet. Ja, das freut uns, dass immer mehr den Weg in die Halle finden. Katja Gramatschik ist dran. Wir gucken aber eher nach der Dame, die geworfen hat, nach Maxim Strauß, die da mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen bleibt, die jetzt inzwischen aber schon wieder steht. Michaela Hörkova durch. Weiter Ballbesitz. Gerade von Kovacic gegen Hörkova. Und dann, ja, muss nicht sein. Hab so ein bisschen Nicklichkeiten zwischen den beiden Damen. Und dann auf der anderen Seite allerdings der Treffer. Amelie Berger mit ihrem 5. Torerfolg heute. Dann mit der 23 auf der Außenbahn. Und jetzt sind es 2 vor, hat man in Halbzeit 1 auch mal kurzzeitig zwischendrin. Haben deine Mädels dann gut reagiert. Allerdings jetzt, wie gesagt, in einer, ja, zeitlich leider ungünstige Phase. Ja, jetzt sollten wir uns nicht aus der Ruhe bringen lassen. Jetzt sind es raus. Und jetzt ist auch nur noch ein Treffer. Jawohl. 6. Treffer, damit heute bislang erfolgreichste Werferin. Wieder eine Parade. Und auch die 2. Aktion. Pariert sie dann nochmal? Ja, das war es wichtig. Ja. Aber dann darf sie eigentlich schon gar nicht mehr an den Ball kommen. Sally Podolski, ja. Das muss vorher schon geklärt sein. So muss Edith Lenniel gleich 2-mal parieren. Jetzt wieder ein wichtiger Angriff. Und aus Kindlein über Außen.
Noch den macht sie. Sie jetzt auch mit 6 Treffern. Ähnlich in Halbzeit 1, da waren sie 2 Tore Vorsprung und dann sind deine Mädels wieder zurückgekommen, auch dank Eddie Daniel. Ja, richtig. So, dann haben wir nochmal eine Auszeit. Die kommt jetzt, jawohl, noch 5 Minuten gleich auf der Uhr, 24:24. Wir melden uns gleich wieder. Sie suchen eine Tankstelle? Dann sind Sie bei uns richtig. Esso Tankstelle in Ebersbach. Neben dem klassischen Tankstellenservice bieten wir Ihnen zudem einen umfassenden Reifen- und Felgenservice und eine Textilwaschanlage. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Esso Tankstelle in Ebersbach. So, hier ist angerichtet. Crunch Time. Schlussphase. Spannung. 24:24. 5 Minuten 17 auf der Uhr und wir haben uns gerade während der kurzen Werbeunterbrechung unterhalten. 2 Tore vor wenigen Minuten noch. Für Leverkusen haben wir beide gedacht, jetzt könnte es in die falsche Richtung aus unserer Sicht, Grüße ins Rheinland, aber aus unserer Sicht kippen. Aber dann eine gute Reaktion deiner Mädels. Ja, nochmal, jetzt ist Unentschieden geschafft und jetzt zählst du mal die letzten 5 Minuten. Genau, jetzt kann es wirklich so ein Spiel werden, das wieder durch die letzte Aktion entschieden werden kann. Abwehr muss stehen, da schwören sie sich auch nochmal ein. Die Damen in Grün hinten in der Defensive gerade. Jetzt wieder Abwehrverbund mit Karin Weigelt und mit Anja Brugger. In der Mitte dann Alex Feridenko, aus Kinland und Petra Adamkova auf der anderen Seite und nach vorgeschoben, wie man es kennt, mit Johanna Schindler. Sind wir gespannt, wie gleich die Angriffsformation dann aussehen wird. Johanna Schindler ist dran. Die pusht sich auch nochmal. Die ackert wieder da vor der Abwehr. Ja, da halten wir zusammen. Macht das Foul. Arm bleibt wieder lange unten. Jetzt geht er hoch. So, findet jetzt Leverkusen unter Zeitdruck eine Lösung. Wieder ist Johanna Schindler dran, packt auch zu, bleibt dran. Ah, Abschluss muss kommen. Oben drüber, erfolgreich. Sally Potocki war es, wenn ich es richtig gesehen habe. Eine Doppelkreisbesetzung im Angriff. Oh, Risiko hochgenommen von Jan Daoukova. Ausgleich. Wie sie jetzt hier oben am Spielfeld ran, unten wird das da richtig mitbibbern. Hier muss man sich ein bisschen zusammenreißen, oder wie? Ja. Ja, der Abwehrstäben ist eigentlich wirklich gut. Ja. Helfen auch immer aus, wenn man einer was verliert. Hat eben auch Zeitdruck erzeugt, dann aber doch noch der Treffer für Leverkusen. Das gilt jetzt wieder so zu machen. Ja, bringen den Leverkusen Angriff ins Laufen. Also stehen wirklich gut deine Mädels. Wieder lange kein Zeitspiel. Die Herren schauen sich zwar an, aber da ist er oben jetzt der Arm. Und das ist ein Foul. Und der Ballgewinn. So.
2 Minuten auf Uhr. Ja, jetzt können wir das erste Mal seit langem wieder in Führung gehen. Das wäre natürlich nicht schlecht. Ja, lange nicht mehr in Führung gewesen, genau. Hätte wir, wenn wir warten, jetzt mal ab, vorher haben wir es verschrien, deswegen jetzt erstmal gucken, was passiert in dem Angriff. Und dann denke ich, wird es eine richtig spannende Schlussminute. Pfeift er zurück. So, schauen wir mal, ob es mit Ballbesitz auf Köppingen in die Schlussminute geht. Oder ob vorher noch was passiert. Nee, sieht nicht mehr nach dem Abschluss aus. Ja, die Leverkusen-Maschine ist auch gut in der Abwehr. Das wäre richtig schwer. So, jetzt ist der Arm auch auf der Seite oben. Wir mal auf die Entscheidung gespannt. Ja, kommen heute mit wenig Zeitstrafen aus, die Herren. Ab. Oh. Geht sogar schon die letzte halbe Minute, also so lang Ballbesitz und dann die Auszeit genommen von Alexander Gnesewitsch. Die muss er jetzt nehmen. Und wir atmen kurz durch. Sie suchen eine Tankstelle? Dann sind Sie bei uns richtig. Esso Tankstelle in Ebersbach. Neben dem klassischen Tankstellenservice bieten wir Ihnen zudem einen umfassenden Reifen- und Felgenservice und eine Textilwaschanlage. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Esso Tankstelle in Ebersbach. So, hier gibt es ein bisschen, ja, ein paar. Was sind es? Anfeuerungsrufe für die Schiedsrichter vor den Ringen? Nein. Mit den letzten Aktionen oder den Pfiffen nicht ganz einverstanden das Köpinger Publikum. Zum einen die Aktion gegen Petra Adamkova oder dann auch zuletzt gegen Greta aus Killen. Waren enge Dinger dabei. Sie haben recht locker heute das ganze Spiel gehandhabt. Wenig Zeitstrafen gezeigt. Deswegen hinten raus wahrscheinlich auch. Ja, sich für diesen Weg entschieden. Aber da waren ein, zwei Dinger dabei, wo die hätten auch anders geahndet werden können, oder? Ja, aber ich denke, das werden die Leverkusen wahrscheinlich auch so sehen. Ja. Deshalb. Die lassen wir so stehen, genau. So, 32 Sekunden sind es noch. Ja, jetzt haben wir noch einen Pass, weil der Arm ist schon oben. Okay. Zumindest hat es gerade schwierig angezeigt. So, jetzt ist es noch mal ganz genau wichtig, die entscheidende Phase. Jetzt sind es raus, weit drüber und jetzt sind es noch 20 Sekunden. Jetzt müssen wir schnell zurück. Ja. Und die. Und da zeigen sie es zurück. So. Und die Auszeit genommen von Renate Wolf. Für uns gut, dann können wir nämlich nochmal durchatmen. Kurz Werbung und dann, wie gesagt, die letzten 7 Sekunden. Sie suchen eine Tankstelle? Dann sind Sie bei uns richtig. Esso Tankstelle in Ebersbach. Neben dem klassischen Tankstellenservice bieten wir Ihnen zudem einen umfassenden Reifen- und Felgenservice und eine Textilwaschanlage. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Esso Tankstelle in Ebersbach. So, sind wir zurück. Hören tun wir nicht, aber schauen wir rein in die Auszeit genommen von Renate Wolf für Bayer Leverkusen. 25-25 steht's. Ihre Elfen sind im Ballbesitz. 7 Sekunden auf der Uhr. Frau Schwenk neben mir sitzt ganz unruhig, genauso wie ich auch. Sind wir gespannt, wir machen uns gerade einig. Eigentlich wäre das jetzt das gerechte Endergebnis nach diesem Match, oder? Ja, immer hin und her. Ja. Und lassen wir uns auch mal überraschen, was jetzt noch passiert. 7 Sekunden sind lang. Deine Mädels müssen gut stehen.
Mal schauen, was sich da Leverkusen einfallen lassen hat. Und dann macht's von außen Amelie Berger und hängende Köpfen.